So, willkommen zurück zu Outer Worlds. Wir sind auf dem Weg zu irgendeinem Tossballspieler oder so, keine Ahnung. Und ich habe ja irgendwie in diesem Spiel schon seit Ewigkeiten meine Rüstung irgendwie mal verbessert und Dinge damit getan. Und mir ist was aufgefallen. Ich wusste, dass es diese Verbesserungskit gibt, die mir helfen, Fähigkeiten draufzukriegen. Weil ich die ganze Zeit nicht gerafft habe, anscheinend ist die, dass der Fertigkeitsbonus, der auf so einer Rüstung liegt, dass der erstmal Standard ist. Der gehört zur Rüstung dazu. Ich dachte, die ganze Zeit ist schon vorher eingebautes Kit, aber das stimmt ja nicht, sondern das ist ein Ding, was oben drauf liegt. Was jetzt natürlich ein bisschen spät kommt nach 182 Episoden, aber hier sind wir jetzt. Ne? Das heißt also, ich hätte die ganze Zeit schon mal nach so einem verbesserten Tarnungskit aussuchen können, dann hätte ich hier 15 Punkte drauf gekriegt. Und wahrscheinlich genau das gleiche auch für Hacken war. Ich müsste also, wenn ich das nächste Mal irgendwie mal wieder am Shoppen bin, müsste ich mich halt wahrscheinlich ein bisschen umschauen, ob ich nicht irgendwie noch was finde. Ich meine, die meisten Sachen, die ich hier bei habe, sind halt irgendwie einzigartig und könnte nicht gemoddet werden. Wie zum Beispiel diese dumme Concierge-Kleidung und das ganze andere Zeug hier. Aber ich meine, die Jollycore-Klamotten sind die, dass die irgendwie in den wenigsten Sequenzen wie halbwegs gut aussehen und dass die viel Rüstung haben und. Ich glaube, ich habe auch keine Rüstung, die mehr hat, ne? Aber gut, ich könnte die auch noch verbessern wahrscheinlich. Naja. Und auf jeden Fall, das ist das. Warte mal, Persönlichkeitsattribute, da muss ich mal kurz gucken. Ich war mich gerade richtig fasziniert, dass das oben drauf ist. Und habe halt so wie. Mal wieder, das ist das typisch ich. Ich stelle mal wieder Persönlichkeitseigenschaften. Na gut, das bringt mir gar nichts, oder? Ja, warte, was bringt mir? Das ist irgendwo anders hier, oder nicht? Okay, genau, das ist doch jetzt eigentlich ganz bringen nichts. Ja, war dann sehr fasziniert, im Großen und Ganzen. Das möchte jetzt aber trotzdem keiner erklären, warum hier über diese komischen Insekten, Parasiten rumkriechen, oder? Weil die sind ja offensichtlich hier. Autsch. Ich würde mich mal noch umsehen. Wir sind, wie gesagt, auf dem Weg zum Tossballspielen. Mir sind diese riesengroßen Schlote vorher noch gar nicht aufgefallen, die ein bisschen, ehrlich gesagt, kruder aussehen. Wahrscheinlich ist die Atmosphäre von Eridanus groß genug, dass man sich keine Sorgen darum machen muss, dass man hier alles komplett verschmutzt. Nein, das kann ich mir jetzt nicht erklären, wie das hier zugelassen wird. Hey, immerhin so ein komischer Wärmeunschärfe-Effekt. Ich bedauere es ja immer wieder, dass das in so Spielen, dass viel Arbeit in so Grafik reingestreckt wird, aber wenig in so gut geschriebene Dialoge und Zeug. Liegt aber auch daran, dass Grafik kannst du wunderbar und kannst du wunderbar parallelisieren. Also, zum Beispiel kannst du ja ein Team macht Texturen und das kannst du halt aufteilen, ne, auf zig Leute. Aber wenn du so Story schreibst, das ist halt echt schwierig, da kooperativ was zu machen, weil es gibt zwar so ein paar Autoren oder so Filmschreiber, die halt gemeinsam eine Story zusammenbauen. Das ist absolut nichts. Aber selbst das ist dann halt immer, ist recht schnell irgendwie schwierig, weil du halt irgendwie die verschiedenen Geister, die darüber nachdenken, wenn du so willst, halt irgendwie schwierig miteinander gelinkt kriegst, ne? Also das ist halt immer, ist eigentlich, in der Regel ist das immer ein Prozess, der halt irgendwie nicht parallel, sondern sequenziell stattfindet. Standard-Soldatenkörper waren so ein Gold, oh ja, okay. Schleichen plus 7 übrigens, was haben wir das bringt? Also Schleichen zeichnen wir immer dauern. Und das ist halt irgendwie schwierig, das zu paralysieren. Wir gingen hier so 3D-Modelle erstellen, da kannst du halt, klar, das oder so Animationen machen, da siehst du auch, ob so ein Passion-Projekt ist. Ich hatte mir gestern so ein Video über Total War Warhammer 3 angeguckt und da hat der Reviewer Mandalore Game, kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn man das Englischen mächtig ist, der macht das ja unterhaltsam eigentlich. Der hatte das auseinandergenommen. Da gibt es dann irgendwie die Horde von Nörgel und die sieht halt wirklich aus wie eine Welle. Und er meint so, das war hier das Passionsprojekt von irgendjemand. Und wenn man sich das anguckt, ja, da sind übel viele Animationen drin. Das ist halt so eine Horde von so komischen Dämonen, die halt wirklich rüberrollen über irgendwelche Leute. Und das sieht halt wirklich sehr beeindruckend aus. Also das sieht aus wie ein Passionsprojekt. Klar, da kann auch eine einzelne Person richtig viel reinstecken. Aber trotzdem kann halt während ein Typ hier irgendwie, keine Ahnung, 40 Mannstunden oder Fraustunden in die Arbeit an den Truppen von Nörgel baut, kann halt kann halt jemand anders parallel irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche königlichen Ritter bauen. Wohingegen, wenn irgendjemand die... Sorry, warum ist da so statische Elektrizität drauf? Die war doch... War die vorher schon da? Bei den anderen Dingern? Wäre mir noch nicht aufgefallen. Das, generell, dass hier eigentlich diese riesengroßen Schurte sind, die hatten die anderen einen Sinn nicht. Oder haben sie auch immer noch nicht? Ach ja, das ist ja auch die Fabrik. Warum ist der Tossballspieler hier? Ist hier aber das Stadion? Bin ich gerade auf, da hinten ist ja auch nochmal ein riesengroßes Schiff. An die Doktor zeigt gerade eins wahrgenommen. Naja, und das ist halt so ein bisschen das Problem an Story. Und, um meinen Punkt zu Ende zu bringen, trotzdem bin ich immer wieder sehr erfreut darüber, eigentlich, wenn so gerade so, also in GTFO zum Beispiel, also diesen Left 4 Dead Dingsbums und Klon, da habe ich ein tolles Video zu gemacht, die in diesem Spiel, da sehen diese Frosted Gläser, also diese halbdurchsichtigen Glasscheiben und Labortrakte, die sehen großartig aus. Also denn das Glas macht so viel, das habe ich ja hier in Autobots auch schon gesagt, das macht so viel für mich, wenn diese Gläser irgendwie gut aussehen.
Und das haben halt nicht alle Spiele. Ich freue mich über solche grafischen Sachen. Also gerade so FX-Effekte, wo ich mich natürlich dann ärgere, sind natürlich dann irgendwie schlechte Texturen, wie zum Beispiel die da. Ich hatte gestern kam ein großes Cyberpunk-Update raus und da habe ich mich dann, da hatte irgendjemand dann in so einem Reddit-Thread, hat verschiedene Screenshots verlinkt in, glaube ich, 4K und dann halt mit allen Details, also so wie ich es quasi auch spielen könnte. Und die sahen teilweise auch gut. Also da war halt ein so ein Bild da war eine Textur ziemlich weit vorne und die war halt scharf. Über sowas freue ich mich halt gewaltig. Aber natürlich der technische Aufwand dafür ist gewaltig, dafür, dass man das quasi eigentlich nur auf Standbildern richtig genießen kann. Ein Steuerhausingenieur? Sieht ja witzig aus. My last quarterly review said I had an attitude problem. Morale improvement program fixed me right up. Also sie hat das Moralverbesserungsprogramm? Aber sie hat doch gar nicht so ein Dings. Sie hat keinen Wurm. Guck mal, da hinten ist wieder so ein Fernglas. Warum stehen die eigentlich immer rum? Vor allem, wer möchte die Dinger hier benutzen? Oh Mann, ey. So, okay, was haben wir denn hier? Das ist da hinten ein Rizzo-Sicherheitsbeamter und das ist ein Steuerhausingenieur. I heard about what happened to Helen. If Rizzo's ran that hotel, we would have kept her safe. Was? Wenn die Rizzo's das Hotel betreiben, hätten wir Sicherheit? Naja. Willkommen zum Pilotenhaus. Genieße deinen nicht verpflichtenden Besuch. Meteorologische Station, Kontrollstation und das Pilotenhaus. Fäden? Mhm. My last quarterly review said I had an attitude problem. Morale improvement program fixed me right up. Er hat auch keine erkennbaren Würmer. Oder fangen die Würmer erst viel kleiner an und das, was wir da bei der Purple Berry Garden gesehen haben, war quasi schon die Endstufe. Was ist das eigentlich für Vögel? Ja. Hier ist nochmal so ein Ding, ne? Das ist schon ein ziemlich präzises Konstrukt. Das ist halt genau. Bibi. Nö. Von dem Ding haben wir schon lange nichts mehr gehört. Ich bin jetzt auch immer an den gleichen Orten vorbeigelaufen, aber warum muss eigentlich diese Brücke hier so unnötig hart, also können sie die Insel nicht einen Millimeter tiefer fliegen lassen? Das hat, ist auch doof vom Hotel, oder? Wäre nicht besser, wenn das, obwohl, dann würde man vielleicht die Rauchschwaden mehr sehen. Ja, du musst ja überlegen, ne? Wie machst du das hier? Ingenieurslager? Welches Ingenieurslager? Ist das hier irgendwo an der Klippe? Wenn du, ich höre übrigens Bretts. Ach ja, das ist ein schönes Lager. Ich höre immer noch Spretz. Ah, ich sehe keine mehr. So, warte mal. Wahrscheinlich in dem Zelt drin. Naja. Zur Überlegung, wie ich gerade kommen wollte, wenn du die Insel tiefer setzt, dann siehst du die vom Hotelhaus halt. Siehst du halt nur die Rauchschwaden. Wenn du sie höher setzt, sieht man halt zwar die Insel selbst, aber die gehört irgendwie dazu. Du siehst zwar auch die Rauchschwaden, aber siehst vor allen Dingen erstmal die Insel. Das ist vielleicht besser. Was ist das hier eigentlich Schönes? Windrädchen. Gehört das irgendwie zu meiner Ermittlung? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier schon wieder Sachen vornehme. Welche Bettholz? Tja, gut, das kriege ich wohl nicht. Was ist denn Immunosol? Naja, ich werde es wahrscheinlich hier nicht brauchen. Darauf laden wir erstmal unseren Revolver nach und gucken mal weiter. Eigentlich wollte ich mich ja mit Bertie Holocomb treffen. Nee, weil wir wollten uns mit dem Maskottchen treffen, nicht mit Bertie Holocomb selber. Ich möchte immer noch daran erinnern, dass das unser guter Pavati hieß doch eigentlich auch Miss Holocomb, oder? Also Pavati Holocomb halt. Hier ist ja noch so ein Beobachtungsding. Wie gibt's denn von denen? Vor allen Dingen, was möchte man sich da anschauen? Das Hotel? Das ist jetzt die nächste Frage, die sich mir auch stellt. Machen sie mit Absicht, dass das so vielfarbig ist, oder ergibt sich das tatsächlich von selbst? Da hinten ist eine Satellitenschüssel. In Form einer Blume natürlich. Eine der größten Satellitenschüsseln der Welt ist übrigens vor, mittlerweile glaube ich 3 Jahren oder so, auseinandergefallen. Das war nämlich in Kuba. Das war so in einem Boden. Also das war so ein kalte Kriegding. Das hat ein riesengroßes Beton-Dingsbums, die halt mit Stahlseilen gespannt waren. Die Stahlseile haben halt irgendwie nachgelassen. Wie komme ich denn da rein? Und das Ding war irgendwie, glaube ich, das größte Teleskop, was wir überhaupt hatten. Natürlich starr, ein bisschen nachteilig, aber halt wirklich riesengroß. Sag mal, müsste hier nicht irgendjemand rumrennen, sich um dieses Spread-Problem kümmern? Ich meine, ist ja schon irgendwie. Entschuldigung, dass die Munitionsbase das Choice ist. Obwohl Spiele, die unterschiedliche Munitionsarten haben, oder sag mal so, mehr als 2 verschiedene Munitionsarten schnell in Komplexität abfallen, ne? Also Siha Metro mit der Geldmunition und der billigen Munition war noch okay. Und alles darüber hinaus war eigentlich, es war eigentlich schon zu viel, ne? Metros, ne, es ist so. You know, I never imagined Spencer Woolrich would outlive Halcyon Helen. Aha. Spencer Woolrich überlebt Halcyon. Noch so ein komisches Teleskop. Das war nicht immer das gleiche Ding hier.
Das sieht schon ziemlich edel aus, ne? Die Dinger in den ersten Tagen gebaut wurden, diese Dinger, also dass sie fertig produziert sind. Noch ein Steuerhausingenieur. I heard about what happened to Helen. Ja, schön. If Rizzo's ran that hotel, we would have kept her safe. Nimm einen der besten Blick auf Iridanus. Bitte denken Sie an die Kante und fallen Sie nicht runter. Rizzo's will nicht mehr, wird nicht mehr dafür verantwortlich sein, für vermisste Personen oder ihre persönlichen Besitztümer. Was? Behalte deine Sachen bei dir, falls du vorhast, verloren zu gehen. Naja, gut, schön. Noch mehr Touristen? I can't believe Helen's gone. We're never going to get a sequel to Terror and Monarch. Ja, das ist natürlich sehr schade, dass wir nie eine Fortsetzung von Terror und Monarch kriegen. Okay, ich kann es jetzt echt nur Wolken sehen, ne? Man würde wirklich meinen, sie würden hier diese Riso-Tanks irgendwie öfter streichen. Der Zaun sieht ja schon leicht korrodiert, aber wahrscheinlich können sie einfach keine Farben mehr herstellen. So wie das bis jetzt hier so alles läuft. Lässt er mich einfach rein. Happy customers are repeat customers. Glückliche Kunden sind wiederholte Kunden. Timeline discrepancy detected nearby. Ja, das hätte total überraschend. So, war das Wissen selber? Timeline discrepancy detected nearby. Na ne, er hatte aber tatsächlich einen Parasiten drin. War der Parasit ihn noch umgebracht? Aber das ist nicht er selber, also es ist das, was nochmal, Stromkabel? Aha. Es hatte jemand vermutet, dass es sich bei den Typen um den Tospa-Spieler selber handelt. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie er aussieht. Aber ist er das? Also, dass er halt sich quasi damit verkleidet hat. Discrepancy detected. Rizzo's company policy clearly states that all proprietary mascots must exhibit signs of physical life. Die Diskrepanz, die wir gefunden haben, ist die, dass alle firmeneigenen Maskottchen am Leben sein müssen und dieser hier ist offensichtlich nicht. Medizin 45, Eintrittswunde in der Nähe seines Schlüsselbeins. Ich habe Schwierigkeiten, eine Austrittswunde auszumachen. Sehe ich das einfach so? Verstärker, kannst du verstehen, was du... Okay, er ist offensichtlich tot. Was werden sie tun? Ihn feuern, weil er tot ist? Ach, schade. Na, komm, ich mach Medizin. Excellent observation, Inspector. Have you deduced a possible cause of death? Handfeuerwaffe 45. Feuerwaffen, also auch keine gewöhnliche Waffe. Unusually small entry wounds indicate exotic weaponry. Closest approximations are 1. Incident involving a game of darts. 2. The Needler. Der Needler, das ist wahrscheinlich die Dingenswaffe von Halcyon Helen, nehme ich mal an. Yes, Inspector. The Needler. The spoke handgun carried and wielded by Halcyon Helen. Famously deployed by Halcyon Helen in Terror on Monarch. This weapon was responsible for executing the Chief of the Savages, played by Spencer Woolridge. Warum haben die da eine echte Waffe? Also diese Eintrittswunde ist entweder eine Verletzung beim Dartspielen oder eine Waffe namens Der Stachler. Und das Ding war irgendwie sehr prominent in Schrecken vom Monarch, um den Boss der Wilden von Spencer Woolridge gespielt hinzurichten. Verstärker, bevor wir gehen, glaubst du, er will sein Outfit vermissen? Was? This unit is incapable of providing ethical advice. This unit is also incapable of answering rhetorical questions. Diese Einheit ist nicht in der Lage, moralische Fragen zu stellen. Außerdem nicht in rhetorische Fragen. Ich nehme seine Sachen. Das sind potenzielle Beweise. Ja, ja. Du blickst über deine Schulter und nachsehen, ob dir jemand zusieht, bevor du nach unten greifst und die Auslösung des Maskottchen entfernst. Okay, lass uns von dir verschwinden. Timeline discrepancy detected nearby. Noch einer? Oh, noch einer. Oh. This empty bottle of spirits does not belong to any known corporate brand. Suspicious residue detected. Warte, was? Dieses Getränk gehört keiner bekannten Marke an? Das ist auf Halcyon aber richtig schwierig und selten, oder? Ich meine, wo genau soll das Zeug herkommen? Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen sehr mysteriös, oder? Wissenschaft 45, Hochkonzentration auf Ethanol. Jemand braucht schwarzen Schnaps aus Antiseptika. Excellent deduction, Inspector. Imbibing of unauthorized beverages is strictly prohibited under Rizzo's company law. Ingredients include antiseptic alcohol, sucrose, and unidentifiable miscellaneous organic material. Closest match. Counterfeit spirits available at the Piraeus Spaceport. Jetzt muss ich da wieder zurücklaufen, oder was? Also das Getränk enthält ist selbstgebrannter Alkohol aus Antiseptikern. Und das... Und der nächste Hinweis führt dazu, dass es wahrscheinlich... Dass es im Raumhafen der Hinweise dazu gibt. Okay, warum habe ich dieses Kabel mitnehmen können? Kopf des Rangers mal kurz aufheben.
Oh, kann ich den aufsetzen? Oh ja, kann ich tatsächlich. Er ist einzigartig. Er macht Blocken und Inspiration plus 10. Cool. Dieser einzigartige Helm wurde von einem gewissen hyperaktiven Maskottchen getragen. Im Inneren befinden sich noch ein paar Blutspritzer. Naja, also vermutlich ist es Blut. Naja, gepanzerte Wurfbäume. Ports of Call. Diese modifizierte Rüstung ist nicht mehr normgerecht. So viel Schutz braucht nicht einmal die Achterposition. Hat die mir auch nicht wirklich geholfen, ne? Aber interessant, dass das nicht mehr normgerecht ist, ne? Easy. In der Tat. Also er hat seine Rüstung quasi gepimpt. Können wir jetzt da raus, ne? Interessant, interessant, interessant. So, jetzt haben wir hier noch diesen wunderschönen Nebenraum, was mit dem Fall zu tun hat. Ist größer als erwartet, muss ich sagen. Verschiedene. Bei solchen Displays, ist das eigentlich aufgemalt auf der Glasscheibe oder wird es tatsächlich dargestellt? Na gut, CD. Das sind irgendwelche IP-Adressen. Da waren sie nicht besonders kreativ, was den Text angeht, ne? Ich bin ja so ein ganz großer Fan von so Text-UIs. Also. Es gibt ja Graphical User Interfaces, also GUIs, und es gibt TUIs, Text User Interfaces. Was halt so, vielleicht der eine oder andere erinnert sich noch, wenn er denn schon ein bisschen älter ist, an den Norton Commander, glaube ich, hieß er. Es gibt, unter Linux gibt es auch noch den Midnight Commander, der ganz praktisch ist, wenn man irgendwie so eine Banane ist wie ich und versucht irgendwie Sachen fern zu administrieren, aber keinen Bock hat, sich die ganze Zeit irgendwie durchzumanövrieren oder keine Ahnung hat, wo der ganze Scheiß liegt. Wish I had a telescope like this back in the Vale. Of course, the company probably would have scrapped it for parts. Aha, ein Teleskop. Haben wir hier noch was? Wish I had a telescope like this back in the Vale. Of course, the company probably would have scrapped it for parts. Man hat irgendwelche Hotelzimmer beobachten konnte. Was haben wir hier Schönes? Welche elektrischen Schallplan und daneben wie ein bisschen Chemie, das passt überhaupt nicht zusammen, ne? Noch mehr kaputte Computer. Was ist das hier eigentlich für ein. Der Zoom vom Diskrepanzverstärker ist jetzt nicht so gewaltig, sag ich mal. So, können wir hier irgendwas ins Chaos reiten? Meteorologische Beobachtungsstation. Die Verwendung von Beobachtungsgeräten zu anderen Zwecken ist ausdrücklich untersagt. Protokolle. Klarer Himmel. Entfernt Sturm. Phaethion steuert darum herum. Phaethion passt Kurs an. Klarer Himmel. Entfernter Sturm. Phaethion setzt neuen Kurs. Klarer Himmel. Also warte mal. Das ganze Ding hier bewegt sich? Also mehr als so ein bisschen? Also irgendwie logisch, aber. Ich habe dieses Verzeichnis passend gestellt. Deswegen, das Management sich hier für uns interessiert, glaube ich nicht, dass sie je darauf kommen. Viel Spaß. P. Oh. Berichte vom Berühmten. Ich habe gesehen, wie Spencer Woolworths 4 Mahlzeiten bestellt und alles wieder zurückgeschickt hat. Was für ein erlesener Gaumen. Ha. Letztens hat sich Harris und Helen auf der Terrasse ein Spektrum genehmigt. Die Stars sind irgendwie doch wie wir alle. Ein paar von den Rangern haben sich an und in einen der Springbrunnen geprügelt. Die nächsten paar Stunden hat die Gärtnereinheit die Blumen wieder gerichtet. Sehr lustig. Stationsbingo? In die Zahlen eintragen, wenn ihr während eurer Schicht eins der folgenden seht. 3 gewinnt. Teepop-Möter in abgestimmten Kleidchen. Sollte es eigentlich doppelt zählen. Einmal pro Möter. Jemand stürzt vom Inselrand. Schäferstündchen Gewächshäuschen. Das besteht nur aus Fenstern. Warum würde es jemand dort treiben wollen? Fito rochen Klatsch gegen Hotelfenster. Raptor oder Trocklo auf der Hotelinsel. Okay, also die meteorologische Station hat sich das, hat sich einen großen Spaß daran gemacht, zu beobachten. Fäden. Ist das irgendwie. Okay, ich werde das jetzt googeln, weil die Episode ist eh vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Dings.